Hallo und herzlich willkommen beim Mittelalterstudio Windtor. Ich bin der Kumpel und ich habe euch die Fregatte Lydia mitgebracht. Die möchte ich euch gerne zum Download anbieten. Vorher zeige ich sie euch nochmal ganz kurz. Ihr Schwesterschiff ist die Fregatte Novara, bekannt von Kumpels Spielzimmer. Aber da wir uns mal komplett erneuern wollen, ist das Spielzimmer der Kumpels erstmal passé. Und es geht hier an dieser Stelle weiter. Da könnt ihr euch das Schiff einmal ansehen, das ihr dann downloaden könnt. Es unterscheidet sich in Details ganz erheblich von der bekannten Novara. Das ist ein Schattenbug übrigens. Das ist normal. Ich zeige euch sie nochmal kurz und gehe nochmal ganz schnell auf einige Details zu den Veränderungen ein. Also sie hat schlankere, modernere Kanonenklappen. Die neuen Fünder auf Deck sind auch abgedeckt und nicht mehr so offenstehend. Lydia ist ein bisschen neuer als die Novara. Entsprechend ist auch hier der Kompass und Uhr etwas schlanker ausgefallen. Und auch innen hat sich eine Menge verändert. Gehen wir mal rein. Hier hat sich auch einiges verändert. Zum Beispiel sind hier jetzt der First Lieutenant Willem Busch und der Captain Horatio Hornblower ausgeschildert. Es gibt eine Armeeuniform. Es gibt passend zur Schiffsfarbe Bettvorhänge, die sogar hier auf Deck schön schwingen. Dann gibt es hier einen neuen Stuhl für den Kapitän, einen neuen Schreibtisch. Es unterscheidet sich also die Einrichtung schon in Details. Auch der Erste Offizier Busch hat hier eine Uniform bekommen. Ihr bekommt also im Grunde eine veredelte Novara, jetzt als Lydia, so wie wir auf einem neuen Kanal unterwegs sind. Auch im Halfdeck für die Crew hat sich was verändert. Hier hängen jetzt auch Hängematten. Und nur um das zu zeigen, es lassen sich dann noch viel mehr hinhängen. Auch die Krankenstation wurde faceliftet, im Detail verbessert. So zieht sich das durch das ganze Schiff. Ich glaube, wir gehen jetzt aber nicht durch, nicht komplett. Auch die Geschütze haben jetzt Munition, kein Pulver. Das ist unten in der Pulverkammer, ganz wichtig. Sondern Munition, das in diesen Kisten. Anders lässt sich es nicht darstellen. Die Spills haben hier einen Deckel drauf bekommen. Und so gibt es viele, viele Details, in denen sich die Lydia gegenüber ihrem Schwesterschiff der Novara verbessert hat. Ihr seht es auch hier. Das Beiboot, die Brig, hat Ruder und Riemen zum Vorwärts kommen, ne? Es gibt Katzen auf dem Schiff gegen die Ratten und weil meine Tochter es so wollte. Und so ist die Novara jetzt zum Download bereit. Ist es eine Wolke? Habe ich hier Wolken an? Tatsache. Das ist ja witzig. Ganz vergessen, die Wolken auszuschalten. Ja, so, sorry für diesen Fauxpas. Ich verlinke unten den Download. Geht über Dropbox. Und das biete ich jetzt nicht an. Und ihr könnt euch das Schiff dann runterladen und selbst begehen. Das entspricht nach meinen Recherchen und meinem Kenntnisstand sehr stark einer echten englischen Fregatte des beginnenden 19. Jahrhunderts, also so um 1800. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Lydia. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch schon von euch verabschieden, von diesem neuen Sendeplatz, und hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin gewogen. Das war's von eurem Kumpel. Und es fängt an zu regnen. Zeit für mich zu gehen. Ich bin dann mal weg. Ciao!